Was geht, liebe Mitjungs? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic 2 D&DR Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, da wir gerade ansonsten nicht mehr sonderlich viel zu tun haben, gucken wir mal auf die Liste, die wir von Pyrocar bekommen haben, oder? Okay, ist das sowas hier? Pyrocars magischer Brief, klar, sehr extrem magisch, ne? Fernando Vino Malak Bromor. Junge, ich weiß bei niemandem, wo der ist, außer bei Malak. Und da bin ich mir auch nicht sicher, sondern glaube es nur. Ist das nicht der Dude, den man mit als erstes trifft, wenn man aus Vatras Turm rauslatscht, dann runter zu Sekobs Hof? Nee, Lorbards Hof ist das, oder? Und da chillt er doch bei den Schafen. Ist das nicht der? Und chillt nicht Vino auch auf diesem Hof? Na, seht ihr mal, 2 von 4. Fernando, da klingelt auch was. Der ist, glaube ich, in Corinis, ne? Und Bromor habe ich gerade keine Ahnung. Aber hey, das wird. Dann gucken wir mal bei denen vorbei. Vielleicht kriegen wir da eine anhaftende, geisterhafte Entität, Substanz, ne? Die wir dann mal Karas war das, oder geben können, der dann irgendwie einen Schutz für uns herstellt. Aber jetzt will ich erstmal mit Pyrocar reden, denn den müssen wir ja noch überreden, dass der dem heftigen Ritual beiwohnt. Ich habe mit Vatras gesprochen. Yeah. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Ja. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey. Das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Komm mal runter. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ja, eben. Du verstehst doch nicht. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Ja, chill mal, wir kriegen das hin. Okay, das heißt, wir müssen den Beweis klar machen, ne? War ja klar. Dass es wieder am Hero hängt. Oh, ne? Dass das Spiel wieder hängt, wenn es am Hero hängt, ne? Wisst Bescheid. Okay, dann würde ich sagen, porten wir zu Xardili, oder? Upsa. So, hier, Xardas, du warst, glaube ich. Haben wir überhaupt einen Port zu ihm? Schon, gell? Ja, genau den hier. Whee! Xardili, ich hoffe, du bist bereit, ne? Mit uns richtig unter einer Decke zu stecken. Und wisst ihr, was wir auch noch machen sollten? Jetzt, wo wir die Dietriche haben, die Geschichten hinten bei Onars Hof abchecken. Wo wir ja letztes Mal keine Dietriche hatten. Das sollten wir dringend tun, einfach damit ich das nicht wieder vergesse. Ich habe es mir zwar aufgeschrieben, aber wisst Bescheid, ne? Hey, sollten wir auch mal noch machen in nächster Zeit. Hier, guck mal. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Matt und kraftlos. Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Sag mal, Xardas, besteht eigentlich die Möglichkeit, dass ich auch so eine sicke Robe wie du bekomme? Frag für einen Kumpel. Aha. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Ja, er ist nur nicht mehr in der Stadt. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. Ja, so genau. Sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Bitte. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach.
So sieht's aus. Und wie holen wir jetzt einen Beweis? Okay. Sind wir mal early. Xardas verzieht sich jetzt. Das heißt, Xardas Butze ist unbeaufsichtigt. Hier liegt doch bestimmt irgendwie ein Schriftstück rum oder irgendwas, was den Junge entlastet. Oder ein schwerer Ast zum Beispiel, ne? Wenn wir den Pyrokar zeigen, sagt er so, okay, der Ast ist so schwer, na, kann ja gar nicht sein, dass der Junge hier, wisst wie ich meine. Okay, hast du hier irgendwas rumliegen, Freundchen? Die ist ja voll leer. Wer hat sich denn da zu schaffen gemacht? So, was steht denn hier? Vatras ist überunschuldig. Xardas, nee. Steht leider nix, also bringt uns nix. Dann wahrscheinlich hier auch nicht. Ja, leider nicht, ne? Okay. Es müsste schon ein brachialer Beweis sein, ist ja klar. So, das hatten wir ja damals auch schon gemacht, nicht wahr? Ja, genau, das war nämlich das hier. Gibt es hier vielleicht nochmal so einen Schaltili? Ich guck mal nach oben. Komm, Xardas, du hast doch hier bestimmt irgendwo fette Beweise rumliegen, oder? So einen richtig eingängigen Beweis. Der ein Pyrokar so richtig vom Sockel haut, ne? Wer hat denn das hier alles geplündert? Ist ja, ne? Also das, ja. Okay, was sagt denn unser Questlog dazu? Okay. Pyrokar bekommt bei dem Gedanken an Xardas kalte Füße. Ich werde mit Xardas darüber reden müssen, wie ich ihn zum Ritual am Sonnenkreis bewegen kann. Oh nee, und Xardas rennt gerade voll weg? Oh nee, das war einfach nur eine zweite Dialogoption, die aber erst triggert, wenn man ihn nochmal anspricht, ne? Da quasi das erste, yo, geh da mal hin, Vatras verlangt nach dir, war ja gewissermaßen abgeschlossen, dann geht der Junge los. Und weil das quasi erstmal ein Abschluss ist, kann man nicht direkt die zweite Dialogoption triggern, ne? Xardas? Oh nee. Xardas! Oh, Alter, der ist komplett weggerannt. Der ergreift die Flucht. Meint ihr, der ist schon losgeportet, weil er außerhalb meiner Sichtweite war? Oder kann ich den noch einholen? Oh nee. Wisst ihr, zum Sonnenkreis ist jetzt ja nicht chillig irgendwie. Ich meine, von wo aus kommen wir da schnell hin? Haben wir irgendeinen Port in die Nähe? Nicht wirklich, ne? Alter, der ist über alle Berge. Ich wette, der ist gerannt. Der hat so einen auf entspannt gemacht, ne? Und ab da unten hat er so einen Sprintblock ausgepackt und erstmal 100 Meter in, na, wisst wie ich meine. Ja, das macht jetzt hier keinen Sinn, glaube ich. Okay, ja. Na? Der P mal wieder geregelt hier. ja, well. Burg, Passing Corinis, nee. Am ehesten noch Kloster und dann von da aus halt, ne? Ach, Ass. Oh, das ist so hyper-Ass. Wartet mal, wir gucken mal auf die Map. Wir könnten auch zur Schreienden Harpy und dann von da aus nach Norden durch den Wald. Nochmal bei den anderen Höfen vorbeigucken. Ja, kommt, wir machen das, oder? Ab zur Taverne. Erstmal ein Heben und dann gucken wir weiter, ne? So. Alles klar. Orreito. So. Ja, genau. Man kann sich hier auf gar nichts verlassen. Ich sag's euch doch immer. Ja, wisst ihr, wie wir es machen? Wir machen es jetzt wie folgt. Passt auf. Wir machen jetzt, wisst ihr, wie ich meine? Dann haben wir das hinter uns. Wir gehen jetzt erstmal zum Großbauern. Na, gehen dann hier hinten diese Dietrich-Geschichten noch abholen, oder? Und dann können wir ja immer noch, ist hier zufällig gerade unsere Liesel am Start? Dann können wir die nämlich mitnehmen. Und hoffentlich ist die auch wieder full life. Liesel? Liesel hat, glaub, so ein Geweih, gell? Dann chillt Liesel safe hier bei Pepe. Wo Liesel? Hi, Liesel. Sind wir immer noch low life, gell? Komm mit. Kleine Liesel. Die kann nie wieder geheilt werden.
Das ist schon sehr beklemmend. Sehr beklemmend. Kann ich der was hinlegen, was die dann isst? Und dann heilt die sich? Oder kann ich sagen, hier, nimm diesen Trank. Und dann äxt die den schnell weg? Sowas wäre halt schon cool. Okay, waren wir nicht bei Dexter in dem Turm mit der Mine schon nochmal und haben das Oh, Liesel, bist du nicht so Offroad-tauglich? Kann das sein? Ja, sorry Leute, aber ne? Hier, die Liesel kriegt das nicht auf die Reihe. So, Liesel, jetzt aber, was hast du denn für einen Wendekreis? Ja, guck mal. Oh, oh, ja, perfekt. Liesel, stark, ne? Die Liesel. Gut, dass wir sie dabei haben. Mit der haben wir mehr Cuteness, damit niemand ahnen, dass wir gerade unterwegs sind, um ein paar Truhen aufzuknacken, ne? Das ist alles Strategie hier. Ja, eben, Liesel. Guck mal, das wird eine wilde Kurve. Geht das? Oh ja, hier müssen wir die Liesel erstmal umparken. Guck mal, kannst du so? Okay. Portert die mir irgendwann nach? Ja, das kriegt die halt nicht auf die Reihe, ne? Okay, sehr schade, aber da kann man jetzt wohl nichts machen. Ist ja gut, diese Krähe, Alter. Ist ja gut. Okay. So, jetzt passt mal auf. War ja eigentlich das Ding da hinten, nicht wahr? Ich glaube, darum ging's hauptsächlich. Oder täusche ich mich? Wir gucken jetzt mal nach. Wir gucken jetzt direkt mal nach. Gab's da unten nicht auch noch was? Nee, oder? Doch? Alter. Ja, man merkt schon, ne? Das Aufschreiben ist nicht das einzige Problem. Das ist einfach nicht das einzige Problem. Es wäre gelogen, dies zu behaupten. Aber hey, immerhin ist hier alles sauber. So, jetzt gucken wir uns da mal um. Wir haben Dietriche mitgebracht. Pass mal auf, Alter. Die habe ich doch schon leer geräumt. Digga, was ist nur mit mir los? Aber haben wir hier alle leer geräumt? Stimmt, die haben wir auf jeden Fall leer geräumt. Das waren die, die gleich gecomboed hatten, ne? Dann habe ich den da hinten bestimmt auch schon leer geräumt. Das bedeutet, wir können direkt zum Kloster. Das ist immer das ewige Problem. Manchmal habe ich echt das Gefühl, na, das liegt daran, dass ich, wenn ich mir solche Sachen zu häufig vorstelle, dass ich mir, also wisst ihr, wie ich meine, wenn ich es mir aufschreibe und mir dann vorstelle, ja, wir gehen dann dahin und machen das dann mit den Dietrichen und so, dann bin ich mir nicht mehr richtig sicher, ob wir das wirklich gemacht haben oder ob ich es mir nur vorgestellt habe, wie wir das gemacht haben, weil es halt geplant war. Beziehungsweise, ich sollte einfach nicht so ein Keck sein und das dann hier offen lassen. Guck mal, hier, das haben wir also geregelt. Dann streiche ich das einfach durch, ne? So nämlich, guck mal. So, und dann haben wir hier noch die Goblinhöhle bei Onars Hof. Waren wir da schon drin mit unseren Dietrichen? Waren wir da schon drin mit unseren Dietrichen, ist jetzt die Frage. Hier hinten. Auch, oder? Ja, moin Liesel. Komm mal nochmal mit und hilf meinem kaputten Hirn auf die Sprünge. Und wenn ich das schnell gegengecheckt habe, ob wir da jetzt schon drin waren oder nicht, dann geht's wirklich los, ne? Dann gehen wir zum Kloster, zur Taverne, rennen durch den Wald, schlagen alles kaputt und begeben uns zum Sonnenkreis, wo wir dann mit Xardas reden. Und Xardas sagt dann so, hey, ich habe hier einen richtig crazy Beweis und damit ist hoffentlich eine runde Sache. Für den guten Pyrokar. Was scheißt er sich auch so unendlich ein? Also, jetzt mal ehrlich, ne? Hä? Ich sehe hier keinen Zustand, was der abzieht. Warum muss das jetzt sein? Ich komme nicht mit. Als ob man bei sowas nicht irgendwie persönliche Differenzen mal einfach zur Seite stellen könnte. Na also, guck mal. Hier war ich nämlich noch nicht. Das hört sich gut an. Waren in links, ne? Okay. Links, rechts, rechts, links. Rechts, okay. Links, rechts, rechts, links, links, rechts.
Links, rechts, rechts, links, links, links. Dreimal Fisch, 23 Cash und ein Gletscherquarz. Zum Glück, sind wir nochmal hier vorbeigekommen. Das war doch aber nicht diese Goblin-Höhle, oder? Ah, doch, ich glaube, das war sogar die Goblin-Höhle, ja. Nein, was soll sie jetzt hier sonst gewesen sein? Okay, cool. Dann, ja, geht's weiter zur Taverne. Tavernili. Da würde ich, glaube ich, auch gerade nochmal pennen, einfach weil Mana schon wieder, na, wisst, wie es ist. Und jetzt ist Liesel wieder zurückgeblieben, oder? Ist auch nicht leicht, die Gute mitzunehmen, ne? Zumal ich echt Schiss hab. Ja, jetzt vielleicht gerade, wenn wir da durch diesen Wald rennen, nicht die beste Idee. Denn da ist bestimmt noch einiges unterwegs. Also ich könnte mich nicht entsinnen, dass wir da bereits alles weggeräumt hätten. Keine Sorge, ich habe mir auch aufgeschrieben, ne, dass die Tränke hier in der Truhe sind. So geistesgegenwärtig war ich dann doch. Auch wenn ich sagen muss, ich sehe irgendwie so ein bisschen die Taverne als meine Butze. Na, irgendwie mehr als das Kloster sogar, obwohl wir da ja richtig zugehörig sind und so, obwohl hier ja über den Ring des Wassers gewissermaßen auch, aber ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich hier mit am wohlsten so. Ich kann gar nicht genau erklären, warum, aber es ist irgendwie so. Ja, alles klar. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wenn ich jetzt hier um diesen Felsblock rumgerannt wäre, da über die Brücke, wäre ich wahrscheinlich schneller am Zielort gewesen, als wenn ich jetzt hier runterrenne und dann die Treppe hochgehe, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich schenkt es sich nicht sonderlich viel, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass die Brücke hier oben etwas schneller ist. Naja, ist wie es ist. Wir könnten da auf dem Hof nochmal mit allen reden. Und diese anhaftende, geisterhafte Geschichte würde ich dann gerne als nächstes regeln. Na? Also ich würde jetzt gewissermaßen dieses Ritual vorbereiten. Je nachdem, wie easy es ist, an diesen Beweis ranzukommen, ne? Und wisst Bescheid. Und dann gucken wir mal. Du kleiner, schwacher Magier wirst es nicht mit der Macht des Meisters aufnehmen können. Komm mal runter. Ne? Ja, wie gefällt dir das? Ja, Skelett, hast du Bock? Oder wie sieht's aus? Alter, wir machen jetzt ja mehr Damage, stimmt. Und ich bin schneller, guck mal. Alter, ich darf jetzt ja richtig zuflattern. Ja, ja, so nämlich, ne? Oh, nein, Skelett! Warte! Warte! Bro! Was zum Shit war bitte das schon wieder? Oh ja, genau dahin wollte ich schießen, Alter, ne? mitten ins Nichts einfach, oder? Das war bestimmt die Idee. Ihr habt's alle gesehen, dahin wollte ich meinen Eisblock setzen. Es ist auch einfach klar, wir alle wissen das. So, hier heilen wir uns schnell mit roten Tränken. Einfach, weil ich keinen Bock hab. Ja. Dann hauen wir uns ordentlich Mana rein. Das ist klar. Dann müssen wir gucken, wie wir den machen, denn mit Skeletten sieht's da jetzt schlecht aus. Obwohl, hier geht ja. Hier geht ja. Hier würde klar gehen. So, guck mal. Das ist Skelett im Nacken, Alter. Komplett aus dem Leben gefuchtelt. Der wird zwar dem Skelett und mir wahrscheinlich nochmal Damage geben, aber das ist egal. Ja, also, na? Sehr stark. Skelett, du musst weg, sonst greifst du da nämlich an. Und das wäre ganz schlecht. Das wäre ganz, ganz schlecht. So, dann nehmen wir den Rattenzweihänder hier noch mit. Würde sagen, wir reden mal nochmal mit allen hier auf dem Hof. Einfach so. Da Talbor, hey, moin. Na? Wie ist es? Na, jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Ey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Vor allem mit diesen beiden bekloppten Brüdern. Ja. Oh Mann, so schlimm war es doch nicht bei den Banditen. Verstehe. Ja, stark. Schade, dass wir dafür... Na, Egel, was geht? Hast du nicht genug Schaden angerichtet? Ich finde, du solltest jetzt gehen. Ja, die sind uns immer noch ziemlich angepisst, ne? Tonak. Hey. Moin. Na,
jetzt wieder auf dem Feld arbeiten? Hey, mein Lebensretter. Ja, jetzt ist wieder Knochenarbeit angesagt. Verstehe. Erzählst genau die gleichen Sachen wie immer. Wie der andere, meine ich natürlich. So, mit ihm dürfen wir auch nicht reden, weil anderer Bruder. Der Enemaler, na? So, und vielleicht ist den hier Babo ja richtig happy, dass die Leute wieder da sind, oder? Akil, wie sieht's aus? Gibt's sonst noch Neuigkeiten? In letzter Zeit werden mir ständig Schafe gestohlen. Was? Ich habe schon einige Nächte nicht mehr vernünftig schlafen können. Wenn meine Liesel weg wäre, wäre ich ganz schön sauer, ja? Wer kann das getan haben? Ich habe da so einen Verdacht. In der Höhle drüben im Wald haben sich recht üble Gesellen niedergelassen. Ah. Ich glaube kaum, dass sie sich nur von Waldbären ernähren. Ich bin fast sicher, dass sich meine Schafe dorthin verflüchtigen. Verstehe. Wegen deiner Knechte. Du hast sie mir zurückgebracht. Du bist ein mutiger Mann. Warum nimm denn Knechte? Dieses Gold als Zeichen meines Dankes. Richtiger Knecht, ne? Was ist das für eine Taverne im Osten? Frag mal Randolph. Er weiß mehr darüber als ich. Er war schon ein paar Mal dort. Ja, ja, ich weiß leider Bescheid. Sonst noch irgendwas passiert? Meine Schafe verschwinden ständig. Okay, ja. Alles klar, dann gucken wir mal im Wald, ob wir da zufällig verschwindende Schafe beobachten können, ne? So, haben wir hier noch Neuzugänge? Randolph wissen wir Bescheid. Bauer wissen wir Bescheid. Okay, dann geht's ab in den Wald, Leute. Da werde ich ein richtiger Woodking sein. Werdet's kaum glauben, glaubt mir. So, wo Höhle im Wald? Wird ja nicht allzu weit weg sein, ne? Und mit denen fahren wir Schlitten. Dass sich die Balken biegen, sage ich euch. Wo ist die Höhle im Wald? Ich glaube, hier waren wir noch relativ wenig zugegen. Ja, und ich weiß auch warum. Wegen 7000 Wargilis. So, die brauchen 3 Eislanzen each. Sind zu dritt, beziehungsweise zu fünft. Aber na, ich glaube mal, es wird eher das Dreier-Squad eigenständig agieren und das Zweier-Squad. Eine Eislanze kostet 20 Mana. Wir bräuchten 9. Na, ja, das reicht nicht. Problematfisch. Äußerst problematfisch. Ja, well, dann können wir da erstmal nichts machen. Gegen die hier könnten wir allerdings was tun. So, da brauchen wir nur 6 Eislanzen, ne? Und in Sprechili ist das gar kein Problem. So, dann sollte ich vor allem auch mal wieder speichern. Heute in 1er 2er, oder? Ja, geil. Das sind immer die geilen Episoden, sage ich euch, ne? Sag mal, höre ich von links auch noch welche? Ja, oder? Da sollte man nicht abwarten, sondern schon mal vorsichtig potten. Ja, da ist doch noch einer. Ihn doch gehört, na? Dann haben wir da noch einen. Warum wimmelt's denn hier von Wagen, Alter? Ich finde, die sind viel zu krass für die Gegend eigentlich. Oder ich schätze diese Gegend einfach falsch ein. Eins von beidem, na? Aber... Oh, goodness. Uhuhu. Easy game. Game! Chillig. Oh, da unten ist ein Dunkelpilz. Den muss ich natürlich ranholen, das ist ja klar. Na? So, und jetzt wäre die Frage, kann ich aus diesem Dreierrudel ein einzelnes Wargili rauskiten? Wahrscheinlich eher nicht so gut, ne? Wee, wee, wee. Alter, was haben wir denn jetzt für eine Combo? Ist ja cool. Alter, wir sind voll auf der nächsten Stufe hier mit Zweihand gelandet, ne? Dank den Steintafeln. Geil. Wir sind jetzt richtige Beidhandkämpfer hier, ne? Vielleicht brauchen wir doch mal eine fette Beidhandwaffe. Who knows? Maybe eine gute Idee, ne?
Oder zumindest keine zu verachtende, sage ich mal. Ein Mana-Bonus natürlich schon wichtig, den unser Stab da bringt. Na, vielleicht können wir hier und da auch mal einfach eine andere Beidhandwaffe rausholen, obwohl die halt schon immer eine Shit-Ton Stärke brauchen, ne? Ich glaube, hier gehe ich erstmal nicht lang. Sondern wir gehen erstmal da lang, wo ich noch die Rattenpilze gesehen habe. Weil die ein richtig kleines Rattenträumchen wären hier. Und dann gehen wir weiter durch den Wald, slayen alles und gucken mal, wie läuft, ne? Müssen auch wieder gut Lernpunkte reinholen, da jetzt, ne, die Mana-Permatränke, die haben sich schon was kosten lassen hier. Ich glaube zwar, wir haben immer noch verhältnismäßig viel, wahrscheinlich irgendwie so im höheren Zehnerbereich, I guess. Gucken gleich mal nach. Ja, 19 Stück, das ist eindeutig der höchstmögliche Zehnerbereich vom Zwambo, ne? Aber, ja. Ja, moin, ich komme gerade runter zu euch. Ah, nicht so, Hero. Ich meine natürlich, ja, ich hab's im Griff. Den zweiten Hieb dabei liebe ich richtig, na, weil wir den so schupfen. Oh, geschupft. Ja, die wurden komplett geschupft. Gibt's nicht beim Tischtennis einen Schupfball? Wenn es so richtig geschupft wird? Hier, guck mal, wie ich die wegschupf. Das ist ganz normal für uns mittlerweile. Ja. Komplett geschupft. Ich glaube, der Schupf, ne, Schlag hat auch doppelte Crit-Chance. Sowas merke ich gleich. Quatsch. Okay. Ja, stark. Also, ich muss ja sagen, das mit dem Beidhandgeschiss, das läuft ja richtig gut. Wie sieht's denn da aus? Zweihänder. Da sind wir jetzt Kämpfer. 30%. Ah, Majaja, geh doch weg. Ja, nix gibt's hier, ne? Hab ich gesehen, dass da hinten noch ein Feldräuber irgendwo rumpimmelt. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da oben ist also noch ein Feldräuber. Nehmen wir den gerade auch noch mit, kommt. Den nehmen wir jetzt gerade auch noch mit. Das ist ja klar. Wie gesagt, wir räumen auf, dann räumen wir auch auf, ne? Und... geschupft. Ja. Die Schupf-Kombo, die gefällt mir. Alter, Leute, jetzt einfach Beidhandkämpfer. Das finde ich schon richtig gut. Das finde ich echt richtig stark. Damit können wir richtig rocken ab jetzt. Alter, na. Das war da oben, war, glaube ich, noch ein Skelett. Und dem ordnen wir jetzt erstmal richtig schön die Zahnreihe neu an, ne? Machen wir ein kleines Knochen-Mikado hier. Okay, kleine Kacke. Zeig mal, wo du bist hier. Ich hab dich vorher schon gesehen. Ah, not enough mana, des. Okay, wir orgeln ordentlich. Zum Glück haben wir wieder so viele Pots, ne? Und dann gibt's ein Fireboru. Oh nein. Komplett zerlegt. Ja, und hier sind jetzt wieder Wölfe, weißt? Also, warum waren dann da hinten Vagilis? Woher diese? Okay. Ja, meine lieben Wölfe. Habt ihr Lust, gegen jemanden reinzugehen, der ein Kämpfer ist? Ich bin ein Kämpfer. Ich bin der Held. Ja, chillt mal. Ich will doch nur einen schönen Hit schupfen. Richtig auf seine Gesichtsleiste geschupft, ne? Der hat keine Chance. Wir schupfen den weg. Auch ohne Crits. Na, aber in dem Fall ist die Crit-Rate nicht ganz so krass, wie ich dachte. Zumal das ja auch nur ein Witz war. Aber... Digga, ist da eine Ork-Elite unterwegs? Komm mal runter, Alter. Doppel-Vagili-Action. Könnte gerade so reichen. Könnte gerade so reichen. Okay, meine Lieben, schaut mal, ich habe euch einen Eispfeil. Ja, jetzt reicht das nicht mehr. Ah, der Peabody, ne? Vagilis, die von A nach... die sind zu dritt, okay, dann nicht. Dann nicht, Vagilis, hab's mir anders überlegt, ne? Alles gut. Alles gut. Wir vertagen das, ne? Wir vertagen das. Wer chillt denn da oben? Sind das besagte Rattenfänger, ne?
Ihr klaut Schafe. Wartet ab, Alter. Bevor meine Liesel euch anheimfällt, werde ich euch so aus dem Leben tilgen. Passt mal auf. Den stelle ich ihre Ärsche per DHL zu. Die klauen Schafe. Das sehe ich gleich. Orgeln wir uns noch schnell ein bisschen Leben rein. Dann werden die richtig gechallenged. Get challenged. Okay. Okay. Hey, Mann. Hey, du Landstreicher, du bist da nicht etwa wegen dem Schaf gekommen, oder? Ihr habt das Schaf beim Bauern Akil gestohlen. Ja und, was willst du jetzt tun? Euch umbringen. Rückt das Schaf raus oder ich hau dir aufs Maul. Dann pass mal gut auf, Kleiner. Jetzt fängt der Affentanz an. Sollen wir den Energie stehlen? Safe, oder? Allen dreien! Bruder, das ist so OP. Okay, also wenn die so ineinander stehen, werden die ja komplett zerzwirbelt, ne? Ich meine natürlich, das habe ich langerhand geplant und genauso ausgeführt, wie es der Plan eben besagt hat, ist ja klar. Wen haben wir da noch, welchen Keck? Ah, das ist wieder der Typ oben, der isst. Den man hört, aber dem man nichts machen kann irgendwie, oder? Sag mal, sind die jetzt tot? Ja, gell, bei Bandits und so. Alter, hat Energiestehlen die ausgesaugt. Richtig weggelutscht, die Energie. Komm mit. Komm mit. Scheiße, wenn das Liesel erfährt. Die macht mir den gar aus. Obwohl, ich glaube, Liesel ist cool und auch so ein bisschen neuzeitlich orientiert. Bin mir sicher, die hat eigentlich gar nichts dagegen, wenn wir so eine kleine offene Beziehung führen auch, ne? Findest du mal, ne? Ganz lustig, so drüber nachzudenken. Ich weiß nicht, wie da so der Lifestyle ist bei euch. Und ich will mir da auch absolut nicht anmaßen, irgendwas darüber gesagt zu haben, zu judgen oder sonst was. Aber ich finde es immer ganz spannend aus biologischer Warte, dass halt quasi kein Säuger außer dem Mensch monogame Beziehungen eingeht. Na, obwohl, wartet, das war falsch. Wie ist das nochmal? Doch monogam ist nur einen Intimpartner bzw. Partnerin zu haben, oder? Also gam. Polygam wäre dann mehrere. Und Monoamour bzw. Polyamorosität, ne, ist dann quasi mehrfache Liebe. Genau, ja doch, dann war das richtig so. Ja, sind wir als Säuger eigentlich echt mit die Einzigen, sonst macht das kein Säuger. Na, und ich sag's euch mal so, ich hab das Gefühl, dass wir da was verbaut haben, was uns allen gut tun würde. Wenn Körperlichkeit bisschen normaler wäre, auch mit guten Freunden, Freundinnen, na, einfach mal irgendwo zu kuscheln. Jetzt gar nicht direkt irgendwie, wisst wie ich meine, mit intimen Hintergedanken oder so, sondern einfach, dass das normaler wäre. So wie, keine Ahnung, Tiere, die miteinander chillen, halt miteinander chillen. Wisst ihr, wie ich meine? Die berühren sich dabei auch, weil das diesen Organismen gut tut. Das ist bei Menschen durchaus auch so. Und wir haben uns das genommen. Wir haben es quasi privatisiert, ne? Weiß ich nicht. Sagen wir mal so, habe ich hier und da gespaltene Gedanken. Zumindest finde ich es spannend, ne? Dass sich das irgendwie so entwickelt hat bei den Menschen. Hier, guck mal, die Schafdiebe verprügelt. Ich habe die Schafdiebe gefunden. Du hattest recht. Es waren die Kerle in der Waldhöhle. Sie werden dir keine Schafe mehr stehlen. Ich danke dir, edler Diener Innos. Hey, nimm dies als kleine Anerkennung von mir für deinen selbstlosen nicht. Gefallen, den du mir erwiesen hast. Hier, guck mal. Sehr gut. Hier hast du einige Goldmünzen. Ich hoffe, es ist genug. Ja, davon kann ich ja 8 Schafe kaufen, ne? Obwohl, vielleicht ist ja jetzt sonst noch was passiert. Sonst noch irgendwas passiert? Nein. Ich hoffe, die Schafe bleiben jetzt da, wo sie sind. Ja, das hoffe ich auch. Okay, cool. Na, dann wünsche ich dir was, Akil. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Alles klar. Und jetzt gehen wir wirklich Richtung Steinkreis, ne? Ja, ja. So sieht's eben aus. Erstmal 34 Minuten irgendwelche Schafe retten und Truhen plündern, die ich eigentlich schon geplündert habe. Wie man es halt kennt beim P, oder? Ist so
Das ist so mein Styrol in meinen Let's Plays. Ja, ja, bin eben einfach ein bisschen verbimmelt, was soll ich euch sagen. Aber ich denk mal, die Message ist mittlerweile bei euch angekommen. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich Stress mit der Ork-Elite anfangen will. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eine absolute Ass-Idee, aber ich würde echt mal gerne Ork-Elite töten. Einfach weil, ne, so ein kleines Elite-Ili. Und dann schlagen wir das so zusammen oder so. Das wäre schon mal cool. Einfach wisst ihr, dass wir mal das Gefühl haben, hey, so und so, wenn wir das so und so angehen, dann könnte das tatsächlich mal klappen. Ja, und ich glaube, die Vagili-Dreier-Squads, da haben wir gerade noch nichts zu melden. Ich bin echt gespannt, ne? Eine der brennendsten Fragen, die ich gerade in Gothic habe, beziehungsweise eine der Sachen, die ich mit am sehnlichsten erwarte, ist auf jeden Fall das nächste Rüstungsupgrade. Weil ich habe halt keine Ahnung. Ja, wir kamen irgendwie so ins dritte Kapitel und da ging ja nichts zwecks neue Tracht oder so. Und ich finde es ein bisschen irre, weil ich habe das Gefühl, alles hat super hart angezogen, nur wir nicht. Ne? Finde ich ein bisschen crazy, muss ich euch sagen. Finde ich ein bisschen crazy. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und vor allem bin ich gespannt, was für eine Robe das dann wird, weil ich finde, unsere jetzige sieht schon so brachial geil aus, ne? Oh, was geht denn hier? So ein nebliger Todeshof, oder wie? Sind das die Echsenmenschen? Ah, Baranilis. Ja, Baranilis klopfen mal weich, oder? Hi. Ja, ja, den hau ich eine Eislanze rein, ne? Eine, die sich gewaschen hat. Ich glaube, die zweite war jetzt nicht unbedingt nötig. Aber drei Varanilis sind, glaube ich, schon viel, ne? Machen wir mal zwei draus, wenn ich darf. Na eben. Hm, so gefällt mir das gar nicht. Wir machen das anders. Wir holen ein Skelettili raus, ne? Eben, hier, guck mal, Skelett. Kannst du mir da helfen? Ich komme da alleine nicht klar. Zumindest nicht gegen zwei. Stufe ab. Nice. Jetzt kommt unser Skelett da nicht runter, oder wie? Ich dachte gerade schon. Stark. Danke, Skelett. Das war ganz schön knapp. Ich dachte, es wären drei. Es waren aber vier. Na, passiert den Besten. Okay. Das Ding ist halt immer noch, wenn wir die im Nahkampf töten, dann geht es zwar gegen Einzelne super gut klar, aber wenn halt ein zweiter da ist, ne, während man sich auf einen konzentriert, dann steht er halt hinter dir und beißt permanent zu. Das haben wir bereits bei vielen Gegnern so beobachtet. Sondern was ist hier eigentlich niedergebrannt? Was ging denn hier für eine Schlacht? Alter, yo. Eine Jagdarmbrust. Verstehe. Was haben wir da unten? War das ein Wildschwein? Ja, oder? Ein Eber? Ja. I see, I see. Nehmen wir hier erstmal alles mit. Dann orgeln wir uns gleich eine rattige mittlere Heilung rein, ne? Alter Junge, ein Weidenbogen. Hier noch eine rostige Axt. Hier kann man ja richtig sich voll looten. Ist ja wild. Wenn man hier irgendwie erst das Chapter hingeht, geht, glaub ich, schon gut die Post ab, ne? Wäre nur die Frage, liegt im ersten Chapter der Stuff schon hier? Oder spawnt das irgendwie mit Kapitel 2 oder 3 dahin? Könnte ja auch sein. Sowas weiß ich ja gewissermaßen nie. In dem Sinne auch, ganz wichtig nochmal, das wollte ich an der Stelle noch angemerkt haben, das habe ich auch irgendwo nicht klar genug kommuniziert, wenn Sachen, die ich nicht erlebe, weil ich eben gerade, ich sag mal, als Magier spiele und nicht irgendwie als Söldner oder bei der Miliz oder was weiß ich, ne, dann sagt mir bitte nicht unbedingt in den Kommentaren, was da anders gelaufen wäre, weil sonst spoilert mich das ja für potenzielle weitere Playthroughs. Was schade wäre, oder? Denke ich mal. Aber irgendwann noch auf Twitch so ein kleines Live, Gothic 2 Let's Play. Warum nicht? Obwohl das echt lange dauern würde, ne? Ist schon echt crazy, wie lange dieses Spiel hier dauert. So, was macht denn so ein Feuerball mit euch? Ja, der hackt euch schon weg, ne? Aber es ist ein bisschen doof, dass ich da zwei brauche.
Meint er denn eine Eislanze reicht? Wir warten, bis er stehen bleibt. Ja, Tatsache. Okay, dann ist hier die Eislanze eindeutig die bessere Wahl. Wo sind wir denn hier? Hier ist super schön. Können wir nachher gleich mal ein bisschen die Aussicht genießen. Oh, ups, da hinten habe ich gar nicht gelootet, ne? Ah, so ein Sumpfkraut geht hier. Warum denn hier? Das macht irgendwie so von Ökosystem her wenig Sinn, oder? Da ein Sumpf, weiß ich jetzt nicht. Wirkt nicht sonderlich feucht hier. Habe ich jetzt... Oh, doch, guck mal, hier ist Wasser. Ich nehme alles zurück. Na? Ein kleines Rinnsal. Kommt das da raus, hier links, neben dem Baumstamm? Oder sammelt sich da einfach was, weil tiefer Punkt und so? Ich denke, zweiteres ist hier wahrscheinlicher. Hau mal die hier noch weg, oder? Ja, hi. Na, eben, ne? Ich bin der Held, Alter. Der Held, was er verspricht. Pass mal auf, wie ich dich wegschupf, ne? Oh. 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 Doch, das gefällt mir echt gut. Na, da noch eine Stufe ab, finde ich geil. Haben wir jetzt eigentlich 34 Punkte oder 29? 29. Kriegen immer 10, oder? Das ändert sich auch nicht mehr, dass wir irgendwann mal 15 bekommen oder so. Müssen wir echt gucken, dass wir mit unseren Lernpunkten zunehmend Richtung Mana gehen, ne? Also mehr Permatränke, da sehe ich uns auf jeden Fall. Das dürfte auch kein Problem darstellen in den meisten Fällen, denke ich mal. Da können wir noch einige herstellen. Aber generell auch nochmal Mana skillen würde ich, glaube ich, jetzt dann bald mal machen. Vielleicht einmal oder, na, dass wir mal an diesem Cap ankommen. Denn sobald wir am Cap ankommen, können wir über andere Sachen dann echt noch relativ geil boosten. Und das würde ich irgendwie allmählich einfach gerne mal machen. So, hier, guck mal, krieg eine Eislanze, ne? Den locken wir und machen 80, ne? Ja, muss mich an die neue Geschwindigkeit gewöhnen. Wir müssen künstlich langsam sein, damit das gegen die Snapper gut klappt. Hatten wir zwar damals eigentlich schon festgestellt, ne? Aber wenn die Geschwindigkeit eine andere ist, muss man sich da einfach wieder neu akklimatisieren, wie ich finde. Und das braucht hier und da ein bisschen, ne? Sumpfkraut hier. Alter, wo sind wir denn hier? Wie weitläufig ist das bitte? Ah, das ist hier alles dieser Wald. Na, räumen wir den mal komplett leer, ne? Und hauen wir einen weg. Ah, haben nicht genug. Wir kassieren dafür unnötige Hits, weil wir lange brauchen. Nice. Sehr schön, Hero. Na, da regnen die Crits ja nur so auf die Gegner ein. Was meint ihr, was da so ein Skelett mit denen anstellt? Das sind halt 20 Snapper. Da würde es sich auch lohnen, entsprechend ein Skelett ranzuholen. Ah, orgeln wir uns mal wieder ordentlich mit Mana voll. Junge, das sind ja auch 100 Snapper. Holen wir vielleicht sogar 2 Skelette, ne? 2 Skelette gegen 70 Snapper, das dürfte passen, oder? Jo, die machen mit dem kurzen Prozess, wie es aussieht. Geil. Ah, und da oben ist ein Ork. Chillig. Das war der Ork, der seine Waffe zieht, oder? Uchachak! Alter, unsere Skelette machen ja Rambazamba mit dem, oder? Oh, obwohl... Pot Hero, Pot. Okay, die Ork-Krieger fahren Schlitten mit meinen Skeletten, ne? Also... Dachte kurz, das läuft. Aber wenn wir da einen Eisblock mit reinkombo, dann würden wir die richtig verhauen, ne? Ja, okay, ich würde sagen, restlicher Wald next time, oder? Oder halt ein andermal, beziehungsweise, ne? Jetzt würde ich eigentlich schon auch gerne Richtung
Richtung Steinkreis. Das wäre mir schon noch ein Anliegen hier gewissermaßen. Wisst ihr, was ich ein bisschen schade finde? Dass es in D&DR diese Schatzkisten gibt. Also ne, diese Schatzorte mit diesen Kreuzen markiert, wisst Bescheid. Und auf der normalen Map das so gar kein Ding ist. Also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Schatz, aber wir haben zumindest noch keinen gefunden. Und ich fände das hier und da irgendwie ganz nice. Gerade hier so auf so einem Plateau, ganz weit außen, ne, hinter so einem Wald mit 1000 Monstern, da noch irgendwie so einen Schatz zu heben. Das wäre doch schon irgendwie cool. So, oder? Also, aber hey, da will ich jetzt nicht zu sehr meckern, denn immerhin sind sie beim Addon noch auf die Idee gekommen. Und das fand ich immer super geil. Also, ne, dass man hier und da einfach nur so, ja man, chillig, jetzt hier irgendwie was leergeräumt, dann noch einen geilen Schatz gehoben. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aha. Schauen wir mal, hier noch relativ flach, ne? Dann sieht man, finde ich, die Kräuter immer mit am besten. Ja. Irgendwas snackt hier doch, oder? Was ist hier was? Irgendwas hat hier irgendwas gegessen. Hatte ich das Gefühl. Okay. Ja, jetzt sind wir auch jeden Moment da. Aber na, hier in dem Wald kann man schon noch ordentlich aufräumen. Einfach noch ein paar Orks, so ein paar Elite-Elis, einige... Oh, guck mal, da mal ein Texturbug. Hier über unserem Skull befindlich. Na, Vargilis. Da sehe ich uns eigentlich schon. Ich glaube, da geht durchaus noch einiges ab. Guck mir Safe Call nochmal vorbei in diesem Wald. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Hatten wir hier noch Dietriche gebraucht? Das war doch die Myxier-Höhle, oder? War die das nicht? Schaut mal, war hier nicht noch ein Dietrich vonnöten? Nein. Ah, stimmt, zu dem Steinkreis sind wir ja auch nach... Ja, okay. Alles klar, da haben wir uns ja schon wieder Dietriche rausgeholt gehabt sogar, ne? Ich glaube, in einer der Truhen waren nochmal ein paar Dietriche drin gewesen sogar. Okay. Dann können wir hier direkt weiter und gönnen uns, was an diesem Steinkreis abgeht. Ich hoffe, der Xardas ist da jetzt auch wirklich und kackt nicht irgendwo mitten in der Map rum, wo wir den nie im Leben finden werden. Sind hier jetzt nochmal brutals Zuchilis nachgespawnt oder wie sieht's hier aus? Hier könnten wir uns eigentlich auch mal nochmal ein bisschen genauer umschauen in diesem Waldstück. Nicht nur, weil es hier brachial schön ist, sondern auch einfach von Generellheit her, ne? So, ihr beiden seid schon da, Xardas. Sag mal, hey. Hast du Beweise oder so? Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyrokar also. Hm, interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Ja, das liegt aber irgendwo, damals, oder? Als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Klar. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Logo. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Ah, geil. Nur bei Sekops Hof. Ja, chillig. Dann, ja, das müssen wir... Können wir fragen, aber... Wird das Umkehrritual funktionieren? Nicht, solange Pyrokar nicht da ist. Ich bin mir nicht sicher. Kommt darauf an, was Vatras genau tun wird. Ich glaube, Vatras wird ein richtiger Baba sein. Da sehe ich den Jungen nämlich. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, wir stellen uns hier mal cool dazu, ne? So, schaut mal. Ein richtiger Magierkreis. Verdammt. Der Vatras ist leider hinterm Inventory. Aber na, wisst Bescheid. Alle drei mit coolen Roben am Start.
So lobe ich mir das. Ja, dann wünsche ich euch was, Leute. Sehen wir uns in der nächsten Episode. Checken Seekops Hof ab, holen dieses Buch, bringen es zu Pyrokar, gehen wieder hierher, Ritual sein Urgroß und dann gucken wir mal noch so ein bisschen, was wir sonst noch so erledigen können, ne? Die Liste ist lang. In dem Sinne, lasst Liebe da, bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. Biolischer Abo-Knopf aktiviert. Ladeboot-Sequenz E3. Hier, Kommandozentrale, der Abo-Knopf ist in Gefahr. Ich wiederhole, Kommandozentrale, der Abo-Knopf ist in Gefahr. Mach's für Jackie, mach's für Johnny, trink ne Pepsi, hol das Money. P labert, während der Beat ballert, so ist das Leben dicker, war nie anders. Apfelkuchen, das ist lecker, Schmecker, da brauchst du safe, kein Dr. Oetker. Egal wie er's macht, ich mach's besser, egal wie er's macht, ich mach's besser. Hey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant, ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Aha, aha, du kannst hier unten abonnieren. Ey, ey, bin jeden zweiten Tag im Puff. Ich kann nicht mehr mit Jackie wieder mal im Suff. Ich glaub, er schielt. Das Katana ist zwar stumm, doch ich schlitze viel. Mache alles für den Ruf, ja. Aufschlitzen, ankacken, mache alles, damit sie mich in Ruhe lassen. Geh mit Jackie Wales, Tanja vernaschen und danach nach Hause, um in Ruhe zu baden. Blatt in die Wumme, Hohlspitz, geh was essen, All Foods. Stehe zu Jackie wie ein kleiner Bruder. Ich liebe Tanja, aber sie ist ein Luder. Ey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant, ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant, ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren, abonnieren, ey. Dieser P und ich in einem Bett. Featuring